Hallo ihr Lieben, ich habe euch ja vorhin im Action Hall gezeigt, dass ich mir hier diesen Klarlack gekauft habe und habe jetzt hier mal meine Resin-Teile, die ich lackieren muss. Die sind alle matt aus der Form gekommen. Die Form kennt ihr ja schon. Und ja, so sieht man den Glitzer, aber man sieht ihn nicht wirklich. Deswegen habe ich mich entschlossen, die zu lackieren. Und ich zeige euch mal jetzt gerade im Vergleich. Ich hatte ja diese Eulen hier gegossen und ich finde, hier geht's. Da sehen die Sticker toll aus. Die kann man auch matt lassen. Das mache ich auch. Da ist es okay. Aber bei den Pandas, ihr seht auch irgendwie den Unterschied. Der Glitzer ist nicht so gut zu sehen. Die sind auch ein bisschen dicker geworden. Und ja, deswegen habe ich mich entschlossen, die zu lackieren. Und ich dachte mir, ich mache das jetzt einfach mal. Ich habe mir hier so ein Stück Pappe hingelegt, dass das nicht auf den Tisch kommt. Und ja, habe einfach gedacht, ich nehme euch mal mit. Und probiere das jetzt einfach mal aus. Und ja, dazu nehme ich den Lack. Und ich habe mir hier so ein Schüsselchen hingestellt. Und da mache ich mir jetzt mal ein bisschen was rein. Erstmal nur so zum Probieren. Und ich habe mich jetzt hier für den Pinsel entschieden. Den hatte ich ja auch gekauft. Ja, ich habe keine Ahnung, ob das klappt. Ich probiere das jetzt einfach mal. Und ja, ich dachte mir, ihr wollt vielleicht zuschauen. Und ja, ich lackiere die auch einfach ganz normal, also wie jeder andere auch wahrscheinlich. Das ist jetzt auch hier nicht sonderlich spannend, aber ich wollte es euch einfach mal zeigen. Ich möchte euch dann auch nachher die Ergebnisse zeigen, wie die dann, wie der Lack einfach getrocknet aussieht, dass ihr einfach Bescheid wisst, wie ja, wie die lackierten Resin-Teile einfach aussehen. Und ja, ich mache das jetzt einfach mal so grob hier drauf. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie gesagt, da ich den noch nie benutzt habe. Weiß ich jetzt noch nicht genau, wie dick man den auftragen muss. Und ja, ich probiere das einfach. Ich lasse erstmal den Rand weg. Also ich lackiere immer erstmal nur die Oberfläche. Und ja, falls es dann später noch nötig ist, mache ich dann den Rand später einfach noch. Wobei man das ja eh nicht so dolle sieht. Aber das entscheide ich dann einfach immer spontan. So, ich hoffe, ihr könnt auch was sehen. Ich hoffe, es ist hell genug. Und ja, wie gesagt, ist jetzt nicht sonderlich spannend. Ja, ich mache die jetzt einfach erstmal alle fertig. Und dann, ja, würde ich sagen, wir sehen uns dann gleich, wenn ich fertig bin. Und ja, dann bis gleich. So, wie ihr seht, habe ich die jetzt alle lackiert. Und man kann schon sehen, die oberen, die fangen schon an zu trocknen. Deswegen sind die so ein bisschen, ja, also ihr seht hier diese Flecken da zum Beispiel, das ist schon trocken. Und man hat natürlich sofort den Unterschied gesehen. Also die glitzern ja jetzt ohne Ende, das seht ihr ja. Und ja, ich bin gespannt, wie sie dann ganz getrocknet aussehen. Ich habe auch welche mit ein bisschen mehr, ein bisschen weniger Lack bestrichen, einfach nur, um dann mal zu schauen, wie der Unterschied aussieht. Und ja, ich würde sagen, ich lasse die jetzt trocknen und dann zeige ich euch nachher nochmal das Endergebnis. Bis dahin. So, da bin ich wieder. Und zwar sind die Teilchen jetzt soweit trocken. Und ja, ich finde es auf jeden Fall mega cool. Ich zeige es euch mal näher. Die sehen schon sehr cool aus, total klar. Man sieht den Glitzer. Und man sieht aber trotzdem hier noch so ein bisschen diese matte Oberfläche und man sieht bei denen, die ich wenig lackiert habe, wo ich nur wenig Lack drauf gemacht habe, ein bisschen die Pinselstriche, was ich jetzt aber nicht so schlimm finde, weil die sieht man ja halt nur im Licht. Und ansonsten so, also ich finde es eigentlich ganz gut geworden. Zeig noch mal einen. Der ist auch ganz okay. Hier seht ihr es, der ist eigentlich recht glatt. Und ja, hier sind die, wo ich ein bisschen mehr drauf gemacht habe. Das war dann wohl ein bisschen zu viel. Also die haben hier so, keine Ahnung, es hat sich ein bisschen zusammengezogen, so komisch. Also lieber doch ein bisschen weniger oder ich sag mal eine gute Mischung zwischen den beiden. Ja, die gehen auch. Der hier ist eigentlich auch ganz schön geworden. Also ich finde das vollkommen okay. Ist richtig schön und vor allem, was echt positiv ist. Der Lack, den ich sonst habe, der stinkt bis zum Himmel, ganz ehrlich. Da muss man alles lüften. Also das ist wirklich schlimm und der riecht wirklich gar nicht. Also der ist auf jeden Fall mein Favorit.
Ja, das war noch nicht trocken. Da habe ich drauf getatscht, um zu testen, ob es trocken ist. Ja, war es natürlich nicht. Muss ich nochmal lackieren. Und die zwei hier, die sind mir runtergefallen. Wie könnte es auch anders sein? Und ja, seht ihr da, die haben so ein, also die sind so natürlich so rumgelandet. Das war ja klar. Und die muss ich auch nochmal lackieren. Also das heißt, die drei hier lackiere ich nochmal neu. Den warte ich mal ab, was hier noch passiert, ob der noch ein bisschen besser trocknet. Und die anderen lasse ich so, denke ich. Und ja, was ich euch noch dazu sagen wollte, die kommen als Magnete in den Shop. Dann in den nächsten Tagen zusammen mit den Oilies. Da sind schon Magnete dran. Die kommen immer in eine Vierergruppe in den Shop. Ja, als Magnetset sozusagen. Ja, fand ich irgendwie ganz süß, weil ja, die einzelnen, ich weiß nicht, ob man so einzelne Magnete kaufen will, so kleine. Ich denke, so ein Vierer-Set ist immer ganz cool. Deswegen gehen die auch genau auf. Genau 12 Stück. Und ja, die wandern dann in den nächsten Tagen in den Shop, wenn die jetzt getrocknet sind und wenn ich Magnete draufgeklebt habe. Und ich werde sie wahrscheinlich eventuell noch ein bisschen verzieren, so vielleicht so hier in die leeren Ecken, vielleicht noch ein Steinchen oder so. Mal schauen. Also wenn ihr Interesse habt, schaut einfach in den nächsten Tagen mal in den Shop rein. Dann werdet ihr die wahrscheinlich da drin finden. Und wie gesagt, die Eulen bleiben matt. Und ja, die sind jetzt glänzend. Und ja. Also wie gesagt, ich bin zufrieden damit. Ich werde weiterhin meine Resin-Teile erstmal hier mit lackieren. Also ich fand das richtig cool. Und wie gesagt, der andere Lack, der stinkt. Ich zeige euch den gerade mal. Den habe ich auch hier. Nur, dass ihr wisst, von was ich spreche. Normalerweise lackiere ich mit dem hier. Und ja, der ist auch wirklich gut. Aber ja, der stinkt halt, wie gesagt, mega, mega doll. Und ja, ihr Lieben. Ich hoffe, das Video hat euch vielleicht irgendwie ein bisschen weitergeholfen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüssi.